2022 ist das Jahr der Rekordsterblichkeit, der Rekordübersterblichkeit in Deutschland gewesen. In keinem Kalenderjahr sind so viele Menschen gestorben wie im Jahre 2022. Und hier spielen die Monate November, Dezember eine besondere Rolle. Hier stieg die Sterblichkeit immer massiv an. Und gerade in der Weihnachtszeit, der Vorweihnachtszeit, sind die meisten Menschen gestorben, wie es jemals registriert worden ist. Das hat natürlich verschiedene Ursachen und Konsequenzen. Auch die Alterung spielt eine Rolle, das ist gar keine Frage. Aber die gesellschaftliche Frage, die gesellschaftliche Streitfrage ist ja die, war es nun Corona oder waren es die Corona-Abwehrmaßnahmen? Und das ist das, was ich hier in diesem Video zuerst mal beschreiben möchte und dann auch klären möchte. Bleiben Sie dran! Herzlich willkommen zur soziodemografischen Evolution. Heute ein Update zu dem Thema, das in den letzten Monaten am meisten diskutiert worden ist aus dem Bereich der soziodemografischen Evolution, nämlich dem Thema der Sterblichkeit und der Übersterblichkeit in den letzten Monaten, die wir gesehen haben, im letzten Jahr, die wir gesehen haben, in den letzten 2-3 Jahren, die wir gesehen haben. Ein Thema, das die Gesellschaft auch spaltet. Ich will es ein bisschen versöhnen. Es spaltet zunächst einmal die Gesellschaft, weil die eine Zahl von Menschen glaubt eben halt, die Übersterblichkeit, wie wir in den letzten Monaten, Jahren gesehen haben, sei ein Wirken des Coronaviruses mit all seinen Kurzzeit- und Langzeitfolgen. Die andere Gruppe von Menschen glaubt also, dass eben halt die Corona-Abwehrmaßnahmen im Wesentlichen eine Schuld daran haben, dass wir diese Übersterblichkeit in den letzten Monaten gesehen haben. Man könnte aber noch eine dritte Gruppe aufmachen von Menschen, die eben halt auch ganz andere Ursachen vielleicht da veranschlagen wollen, warum wir in den letzten Monaten eine so deutliche Übersterblichkeit gesehen haben. Wir wollen zunächst aber damit einsteigen, wie sich die Übersterblichkeit in den letzten Wochen entwickelt hat. Die übliche Methode ist bekanntermaßen die, wir vergleichen die Sterblichkeit, die wir in den letzten Wochen, in den letzten Monaten gesehen haben, mit der Sterblichkeit in den letzten Jahren. Und ich habe hierzu meine Grafik vorbereitet bereits hier. In der Senkrechten sehen Sie hier einzutragen die Zahl der Sterbefälle, der rohen, simplen Sterbefälle, wie sie in Deutschland eben hier registriert worden sind vom Statistischen Bundesamt und auch von den statistischen Kreisämtern, die das entsprechend auch dort eben halt dort machen, die Kreisgesundheitsämter. In der Waagerechte aber hier eben halt die Kalenderwochen drin und wir haben hier ein zweidimensionales Feld, ganz klar. Das heißt, wir können jetzt jedes Jahr einzeln eintragen. Ich fange mal mit 2016 an, ein ruhiges Jahr. 2017 etwas mehr Grippetote am Jahresanfang. 2018 ein heftiges Grippejahr. Hier hätte das Thema Übersterblichkeit bereits präsent sein müssen in den Medien. Damals hat niemand darüber gesprochen. Okay, das passiert doch alle paar Jahre mehr oder weniger mal. Hier 2018 bereits der heftige Ausbruch. 2019 ein ruhiges Jahr. 2020, das erste Corona-Jahr, wir haben die Übersterblichkeit nicht so in der ersten Corona-Welle von, sagen wir, März bis Juni hinein, die ist nur sehr gering, die Übersterblichkeit, eher am Jahresende eine erhebliche Übersterblichkeit, ja, das haben wir schon gehabt, in der ersten Corona-Welle aber nicht. 2021 sind hier auch die Übersterblichkeit da, ist eindeutig gegeben. 2021, wo auch Corona durchaus noch heftig gewütet war, wo aber auch langsam immer die Impfkampagnen losgingen. Und 2022, können Sie hier erkennen, haben wir eine Übersterblichkeit, die zunächst einmal abzuklingen schien, dann im Sommer wieder stärker wurde und sie vor allen Dingen im Herbst, November, Dezember 2022 massiv verstärkt hatte. In der Kalenderwoche 51, das ist also jetzt Mitte, Ende Dezember gewesen, des Jahres 2022, haben wir eine Rekordsterblichkeit gesehen in Deutschland, auch eine Rekordübersterblichkeit gesehen in Deutschland. In keiner Kalenderwoche seit den Aufzeichnungen gab es so viele Tote in Deutschland wie in dieser Kalenderwoche. Das ist also ganz krass hier und das ist eben halt ein riesiges Ereignis gewesen. Auch deswegen ist das Thema Übersterblichkeit berechtigterweise noch massiv in den Medien drinnen. Und jetzt ist die entscheidende Frage, das war auch die Situation jetzt hier bei meinem letzten Video, jetzt ist die entscheidende Frage, was hat sich seitdem getan? Ich habe ja gesagt, dieses Video ist erstmal auch ein Update von dem, was wir an Zahlen jetzt neu reinbekommen haben. Wir haben jetzt Zahlenmaterial reinbekommen bis zur 6. Kalenderwoche 2023, also bis Mitte Februar reichen jetzt die Daten rein. Die sind also veröffentlicht worden jetzt am Dienstag entsprechend jetzt hier und ich mache jetzt dieses Video, das wird am Freitag jetzt hochgeladen endgültig.
Die Daten lauten, jetzt kommt wieder der kleine Trommelwirbel, wir haben hier eine Übersterblichkeit auch in den ersten 2-3 Wochen des Jahres gesehen. Die ist aber in den Kalenderwochen 4, 5 und 6 wieder deutlich zurückgegangen. Also hier sehen Sie die gelbe Kurve fürs Jahr 2023 drinne. Die ist also recht hoch, sehr, sehr hoch am Anfang des Jahresanfangs, weil das natürlich die Nachwehen sind der Übersterblichkeit der grünen Kurve hier 2022 vom November, Dezember. Aber da geht es immer schon deutlich runter. Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Fingerzeig dafür, dass wir momentan in den letzten 2-3 Wochen erst einmal vielleicht, aus welchen Gründen auch immer, eine abnehmende Übersterblichkeit gesehen haben. Dieses Update soll auch gewährleisten eine Aufteilung der Übersterblichkeit in den verschiedenen Altersgruppen, zumindest so genau, wie es das Statistische Bundesamt jetzt jede Woche dann eben veröffentlicht hat. Das ist manchmal etwas grob in 10-Jahres-Schritten. Und die erste Gruppe, sehen Sie jetzt hier, ist die Gruppe 0 bis 30. Das ist ja sogar ein 30-Jahres-Schnitt von 30 Altersgruppen in einem Abschnitt drin. Aber auch hier, wie gesagt, kann man sagen, hier gibt es keine massive Übersterblichkeit bei den 0 bis 29-Jährigen. Sie sehen, die gelbe Linie hier ist eher sogar niedrig zu veranschlagen. Man müsste auch sagen, die Bevölkerungsgruppe nimmt auch langsam von Jahr zu Jahr ein bisschen ab. Aber auch selbst wenn man das ausrechnen würde, hätten wir hier für 2023 nach wie vor eine ausgesprochen niedrige Sterblichkeit. Da sieht also insgesamt ganz gut aus. Ab die anderen Altersgruppen, die jetzt höher kommen, haben jetzt zunächst erstmal dieselben Effekte drin. Das heißt, mit den 30- bis 39-Jährigen, den 40- bis 49-Jährigen, den 50- bis 59-Jährigen haben wir auch alles Werte, die sind alle auch im grünen Bereich. Die sind also alle eher niedrig als eben halt die Werte, die wir aus den vergangenen Jahren kennen. Jetzt kommen wir zu einem interessanten Phänomen, das ich beim letzten Mal nicht erklären konnte. Und ich habe mir also verschiedene Gedanken gemacht, ich kann es bis heute noch nicht so richtig erklären. Das ist die Gruppe der 60- bis 69-Jährigen, denn die hat eine massive Übersterblichkeit drin. Das ist erstmal jetzt eigentlich auch zu erwarten gewesen, weil wir insgesamt ja auch eine Übersterblichkeit haben. Wir müssen ja auch irgendwo Altersgruppen haben, wo diese Übersterblichkeit auftaucht. Das Interessante ist nur bei der Altersgruppe 60 bis 69, dass diese Übersterblichkeit, diese deutlich erkennbare Übersterblichkeit mit dieser Altersgruppe 60 bis 69, wo auch die Babyboomer nur teilweise drin sind, dass diese Gruppe eben halt doch eine deutliche Übersterblichkeit hat als die nächstfolgende Gruppe der 70 bis 79-Jährigen, die diese Übersterblichkeit nicht hat. Also 60 bis 69-Jährige haben eine deutliche Übersterblichkeit, würde man erwarten, 70 bis 79-Jährige auch, aber die eben halt interessanterweise, schwer zu sagen, warum nicht, die haben die sieben halt nicht, diese Übersterblichkeit. Und vor allen Dingen eben halt die Übersterblichkeit bei den sehr alten Personen, bei den 80-Jährigen bis 89-Jährigen und auch bei der Altersgruppe 90+. Hier eine deutliche, massive Übersterblichkeit in den ersten 6 Kalenderwochen des Kalenderjahres 2023. Klar ist, 2023 ist nicht wie 2020, wie 2018, ist wie 2016. Aus diesem Grunde ein Vergleich der Jahre, ein genauerer Vergleich miteinander. Hier haben Sie also nochmal die Werte eben mal drin, jetzt hier die absoluten Werte. Ich nehme jetzt den Schnitt der Jahre 2016 bis 2019, der Vor-Corona-Zeit mal hinein. Und trage entsprechend also ein wieder die blaue, die lilane, die grüne, die gelbe Kurve für die Jahre 2020 bis 2023. Und nun mache ich Folgendes, ich setze mal diese rote Kurve glatt hier. Das heißt, das ist eben halt die Sterblichkeit gewesen der Jahre eben halt 2016 bis 2019, hier als Mittelwert glatt gesetzt. Und ich trage jetzt ein nur die Differenz. Die Differenz der Jahre 2020, 21, 22 und jetzt eben noch 23 hierzu. Und jetzt lässt sich aus jedem Kalenderwoche einen Abstand errechnen, einen Abstand eben halt zur roten Kurve. Das heißt also, wenn ich mal die entsprechende lilane, blaue, grüne, gelbe Kurve über der roten Kurve liegt, gibt es Pluswerte, liegen sie entsprechend dort eben halt unter der roten Kurve, gibt es Minuswerte. Und ich kann das Ganze auch wieder kumulieren und bekomme immer diese Werte hier raus. Eine deutliche Übersterblichkeit 2020, eine massive Übersterblichkeit 2021, eine ganz krasse Übersterblichkeit 2022. 125.000 Personen sind 2022 mehr gestorben als im Schnitt der Jahre 2016 bis 2019. Und für 2023 sind wir erst bei 11.000 Personen. Aber wie gesagt, das Jahr ist noch verdammt lange. Wir sind ja erst bei der 6. Kalenderwoche anbelangt. Aber das ist schon mal eben halt hier der erste Hinweis auf diese Übersterblichkeit. Ja, es gibt sie weiterhin, trotz eben halt des Abklingens von Corona.
Ich hatte eben ja schon gesagt, 2018 ist wie 2016. Die Kalenderjahre unterscheiden sich voneinander. Es gibt natürlich auch langfristige Tendenzen, die ich hier einrechnen möchte, die also hier ohnehin dazu führen, dass wir mit unterschiedlichen Sterbezahlen zu rechnen haben. Und der wichtigste Effekt ist die Alterung der Gesellschaft. Deutschland altert. Wir haben eine Zunahme von Personen in hohen Altersgruppen, wo die Sterblichkeitsraten ohnehin recht hoch sind. Und deswegen ist auch in Deutschland generell mit einer höheren Sterblichkeit von Jahr zu Jahr zu rechnen, weil die Gesellschaft ja auch altert. Und diesen Effekt möchte ich eben halt hier einmal ausrechnen, beziehungsweise möchte ich die Differenz ausrechnen. Also ich rechne eben halt jetzt aus, die Zahl der Sterbefälle zu erwarten wäre, wenn man die Alterung berücksichtigen würde. Und was haben wir da an Übersterblichkeit nach? Und wir sehen hier die Werte eben halt für die vergangenen Jahre. Das sind eben halt ungefähr 2/3 nur der Werte, die wir eben gesehen haben. Vor allem 2022 haben wir schon 125.000 Toten, nur ungefähr Mitte 70.000 Tote. Und für 2023 haben wir immer nur noch 3.500 Tote, ungefähr 3.500 Tote, wenn wir berücksichtigen, dass Deutschland altert von Jahr zu Jahr. Also gemessen daran, an den 11.000 Toten, die wir gehabt haben über 2016/19 ohne Alterung, können wir schon mal sagen, momentan, die Toten, die wir jetzt haben, sind also entsprechend jetzt nur 3.500. Aber wie gesagt, selbst wenn wir das für 2022 ausgerechnet haben, kommen wir auf die erschreckende Zahl von 77.000 Personen. Und meine Damen und Herren, das Jahr ist noch lang. Wir sind in der 6. Kalenderwoche. Ein weiterer Effekt, der natürlich langfristig wirkt, ist die Zunahme der Medizin, auch die Zunahme der verbesserten Umweltbedingungen, der verbesserten Arbeitsbedingungen, der Hygiene und so weiter und so fort. Das heißt, tendenziell müssten wir eigentlich von Jahr zu Jahr in Deutschland mit weniger Todesfällen rechnen, weil eben halt die Veränderungen sich verbessern und die Bedingungen sich verbessern. Aber wie gesagt, wir gucken mal genau an, was sich hier ausrechnen lässt. Das heißt, ich rechne jetzt aus, die zu erwartenden Corona-Fällen aufgrund der Alterung, die also ja weniger sind, als wenn man das ohne Alterung machen würde, aber jetzt auch mit den verbesserten medizinischen Bedingungen berechnet, die man nur ungefähr grob linear fortschreiben kann, was so in den letzten Jahren vor Corona so an Fortschritten da gewesen ist. Das kann man jetzt nicht genau austarieren, was nun genau gewesen wäre. Aber wir nehmen mal diese sehr vage linearen Fortschritte hinein und kommen dann eben halt auf eine natürlich etwas höhere Zahl. Wir würden also normalerweise eben halt hier in Deutschland noch deutlich weniger Todesfälle erwarten, als wir gehabt haben. Aber wir messen 2023 eben durchaus noch diese Sterblichkeit nach. Und insgesamt haben wir hier für 2023 jetzt 5.500 Todesfälle mehr, als wir erwartet hätten, aufgrund der Alterung der Gesellschaft, aber aufgrund auch des medizinischen Fortschrittes. 5.500 Personen, auch hier sei verwiesen auf das Rekordjahr 2022 mit fast 90.000 Toten mehr, die wir eigentlich hier erwartet hätten. Aber wie gesagt, auch positiv mal etwas ausgedrückt, in den letzten 2-3 Wochen des Kalenderjahres 2023, Sie sehen es ja jetzt hier, wir sind also unterhalb der roten Linie. Wir haben momentan in den letzten 2-3 Wochen sogar einen gewissen Fortschritt drin. Wir hatten in den letzten 2-3 Wochen weniger Tote gehabt, als es eigentlich zu erwarten gewesen wäre. Aber wie gesagt, die ersten 3 Kalenderwochen, also Anfang bis Mitte, Ende Januar, die haben eben halt nochmal so hineingehauen in die Statistik, dass wir insgesamt jetzt 5.300 Tote mehr haben, als zu erwarten gewesen wäre, unter Berücksichtigung der Alterung, aber auch abmildernd unter der Berücksichtigung des medizinischen Fortschritts. Was lehrt uns das? Es lehrt uns letztendlich nicht so viel. Wir können die verschiedenen Todesursachen noch nicht genau identifizieren. Die Frage ist, ob wir sie ganz exakt jemals identifizieren können. Noch heute streiten sich die Gelehrten darum, wie stark die spanische Grippe am Ende des Ersten Weltkrieges zugehauen hatte, ob die Menschen jetzt an der spanischen Grippe gestorben sind oder an Nebeneffekten, die sich aus 4 Jahren Krieg dann ergeben haben. Auch da gibt es immer Graubereiche, die bis heute auch nach 100 Jahren nicht genau geklärt worden sind. Dass die Forscher, was die Zahl der Todesfälle an der spanischen Grippe 1918, 1919 anbelangt, nach wie vor uneins sind. Wir werden auch hier keine endgültige Regelung herbeiführen können. Es kommen ja momentan eine ganze Menge von Gründen in Betracht, warum wir die Übersterblichkeit haben. Da gehört natürlich auch Corona hinzu. Corona eben halt hier auch als kurzfristiges Corona, aber auch als langfristiges Corona. Aber es kommen einige ganze Menge von Nebeneffekten hier hinzu, die sich mit Corona auch verbunden haben. Zum Beispiel wurden Arztbesuche aufgeschoben, haben sich auch die gesellschaftlichen Bedingungen verändert, mehr Migration, andere Bevölkerungszusammensetzung und so weiter und so fort. Wir hatten einen heißen Sommer gehabt, das
spielt natürlich jetzt im Dezember keine Rolle, ist glaube ich klar, im Januar auch nicht, aber hat im Juni, Juli vielleicht eine gewisse Rolle auch gespielt, das wollen wir nicht kleinreden. Verschiedene Verhältnisse spielen hier hinein. Es kam im November, Dezember offensichtlich auch zu einer weiteren Infektionswelle von verschiedenen Viren und Bakterien. Die Krankenhäuser waren ja auch voll, die Schulen waren leer, die Kinder waren oftmals krank. Und das hat natürlich auch im November, Dezember auch diesen Peak mit verursacht. Das wollen wir jetzt nicht allgemein kaputt reden. Auch haben wir als weiteren Grund natürlich auch drinne die Frage der allgemeinen psychischen Substanz der Bevölkerung, der psychischen Beschaffenheit, dass viele Menschen jetzt nach 3 Jahren Krise auch da wieder psychosomatische Schäden davon gezogen haben, dass sie generell weniger belastbar sind und vielleicht dann eben halt auch da psychosomatisch eben halt nicht so die Stärke mehr haben, die sie vielleicht vor der Corona-Krise und auch vor dem Ukraine-Krieg gehabt haben. Auch das ist ja nun eine Bedrohung, die, also jetzt mal ganz ehrlich gesagt, also uns wesentlich mehr beschäftigen sollte als jetzt die Corona-Krise und deren Nachwirkungen. Da steht wesentlich mehr auf dem Spiel als bei Corona. Aber es gibt natürlich auch einige Dinge, die in der Gesellschaft sehr umstritten sind. Und das ist natürlich die Frage auch der Anti-Corona-Maßnahmen, der Corona-Abwehrmaßnahmen. Und da wird meistens immer so sehr abgezielt auf die Spritze, also auf die Impfung, dass die Impfung da langfristige Schäden verursachen würde oder auch kurzfristige Schäden verursachen würde. Schwer zu sagen, also man kann das nicht eindeutig sagen. Ja, wir sehen ja eben halt diese massive Übersterblichkeit 2022, haben wir gesehen, wo es relativ wenig Corona-Fälle gab. Das kann natürlich auch darauf zurückzuführen sein. Ich glaube auch schon, dass da von den 80.000, 90.000 Personen, die jetzt, wenn wir die Alterung berücksichtigen, 80.000, 90.000 Personen, die unter Berücksichtigung der Alterung an Corona mehr gestorben sind, dass da durchaus sicherlich auch im fünfstelligen Bereich Opfer dabei sind von Impfschäden. Also das ist ganz eindeutig so. Das wird eben mal so sein. Eine Impfung ohne Nebenschäden gibt es nicht. Ich weiß, will jetzt keine Diskussion darüber führen, inwieweit das jetzt gerechtfertigt war, diese Impfmaßnahmen. Aber bei dem Wort Zwangsimpfung gruselt es einem im Rückblick massiv. Muss ich mal so deutlich sagen. Also das ist schon eine heftige Sache. Und viele Menschen behaupten natürlich oder sehen jemanden, ihre verstorbenen Verwandten, Bekannten und so weiter und sagen natürlich, die sind jetzt an der Corona-Impfung gestorben. Das ist zu einem gewissen Teil wohl auch richtig. Man weiß nur nicht genau, zu welchem Teil und welche Verwandten und welche Bekannten genau konkret davon betroffen sind. Aber das wird es sicherlich auch gegeben haben. Und hier aber gibt es noch eine ganze Menge von weiteren Faktoren mehr, die also hier ebenfalls als Folge von Corona gelten können, von den Corona-Abwehrmaßnahmen. Das Maskentragen wird oftmals nicht kritisiert oder sehr wenig kritisiert, aber auch das ist klar. Wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass der Mensch eine Maske trägt, dann hätte er ihn immer noch eine Maske wachsen lassen. Hat er aber nicht? Und deswegen, wenn wir jemand ständig nur durch die Maske atmen, das ist auf Dauer nicht gut für den Körper. Und da können auch einerseits eben halt, kann das die Atmungsorgane schädigen, weil der Atemwiderstand größer ist. Zum anderen aber natürlich auch klar, das Immunsystem kriegt zu wenig zu tun. Das Immunsystem erschlafft, wenn da eben halt nichts ankommt in der Lunge, weil alles vorher rausgefiltert wird. Das ist auch schlecht und deswegen auch hier kann das ein wichtiger Faktor sein. Bewegungsmangel kommt auch noch hinzu. Die Leute haben eben halt dann deutlich weniger Bewegung gemacht. Sind vielleicht nicht nur weniger zum Arzt gegangen, sind auch weniger Jogging gemacht, weniger Sport gemacht. Allgemein ist das hier ein messbares Phänomen am Körpergewicht auch, dass da das eben halt auch zugenommen hatte. Und das ist also auch hier eine ganze Menge von Gründen, die eine Rolle gespielt haben. Für 2022 und sicherlich auch für 2023, das sind also ganz wichtige Gründe. Corona, denke ich, ist ein wichtiger Grund. Sicherlich auch diese Infektionswelle von weiteren Infektionen, die sicherlich aber auch begünstigt ist durch das ständige Maskentragen, aber sicherlich auch die Spritze selber. Wir können auch nicht genau differenzieren, wir werden es wahrscheinlich auch nie können, was nun was ist, aber jeder wird schon einen erheblichen Anteil an diesen Vielzahl von Toten gehabt haben. Genaues kann man nicht sagen. Um möglichst genaues sagen zu können, bräuchten wir Daten vom Statistischen Bundesamt über die genaue Todesursachenstatistik. Das Statistische Bundesamt gibt zwar alle paar Wochen raus eine Darstellung der Todesursachen, sehr grob aufgegliedert, aber auch nicht aufgegliedert nach verschiedenen Altersgruppen. Einmal im Jahr aber gibt das Statistische Bundesamt eine genaue Todesursachenstatistik heraus und diese Todesursachenstatistik, die ist die genaueste Aufgliederung, die möglich ist und die es auch jemals gegeben wird. Also für 2018, 2004, 1997 sind die Werte, die da jetzt entsprechend zeitversetzt herausgegeben worden sind, die genauesten, die es jemals gegeben hat und das ist die Grundlage für alle Berechnungen, die irgendwie sich mit historischer Sterblichkeit
beschäftigen. Und da sind die genauesten Daten, die sicher verfügbar wären. Und die letzten Daten, die gekommen sind, halten Sie sich fest, sind also hier gewesen übers Kalenderjahr 2020. Ich habe es hier einmal eingeblendet, 2020. So sieht dieses Deckblatt aus. Dieses Deckblatt einer sehr, sehr umfangreichen Datei mit also einigen 10.000 Zeilen sogar, eben nach verschiedenen Todesursachen, jemand aufgegliedert. Aber eben auch aufgegliedert in diese Altersbereiche, die wir eben gesehen haben. Und das ist eben halt schon eben halt sehr, sehr, sehr interessant zu sehen für 2021, für 2022. Denn, ich habe es ja eben schon gesagt, die Zahlen liegen vor für 2020. Das Statistische Bundesamt braucht zu Recht für diese sehr umfangreiche Darstellung auch diverse Monate im Nachlauf, weil das ja die genauesten Zahlen bleiben, die dann jemals herausgegeben worden sind. Wenn Sie damit fertig sind, legen Sie es auch zu den Akten und werden es wahrscheinlich auch nie wieder anfassen, diese Statistik. Aber wie gesagt, Sie haben da gebraucht normalerweise 8-9 Monate. Die letzten Werte, die wir bekommen haben, waren also jetzt hier vom November 2021 für das Kalenderjahr 2020. Und da ist natürlich die große Trommelwerbe wieder jetzt die da. Jetzt müssten ja schon die Daten da sein. Im November 2022 fürs Kalenderjahr 2021. Ich rede jetzt nicht von 2022, ich rede von 2021. Sie haben sich nicht verhört, ich meine jetzt von 2021. Diese müssten im November 2022 ja dann veröffentlicht worden sein. Und die große Trommelwirbel und diese Daten habe ich drauf gewartet seit einigen Monaten und sie kommen nicht. Sie kommen einfach nicht. Im Dezember hat das Statistische Bundesamt eine Pressemitteilung herausgegeben, dass also dieses Jahr eben halt etwas verzögert kommen werde, dass es zu erwarten sind, diese Zahlen im Januar 2023 für das Kalenderjahr 2021. Gab es eine kleine Pressemitteilung, bla 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 bla. Und mittlerweile ist auch diese Pressemitteilung verschwunden. Ich finde sie nicht mehr. Sie ist nicht mehr auf der Homepage des Statistischen Bundesamtes auffindbar. Und weitere Benachrichtigungen darüber gibt es keine. Man weiß nicht, wann die Zahlen kommen werden. Und das ist schon eine heftige Sache. Das ist ein bisschen wie so ein Entwicklungsland in Deutschland. Naja, seien wir ehrlich, der eine oder andere wird jetzt die Verschwörungstheorie dahinter vermuten. Die fälschen die Zahlen, die manipulieren die Zahlen und dann irgendwas zu vertuschen. Ich glaube das eher nicht oder ich glaube es überhaupt nicht. Aber eben halt ist es schon so ein bisschen peinlich, muss man schon sagen. Gerade weil die Öffentlichkeit bei diesem Thema ja auch sehr sensibel ist und auch wegen der hohen Übersterblichkeit zu Recht, meine Damen und Herren, zu Recht sensibel ist. Wir leben in einem Land natürlich auch, wo die Bahn nicht mehr rechtzeitig fährt, wo die Autobahnstellen Jahre dauern, wo nichts mehr klappt und dies nicht mehr klappt, wo in Berlin eine Wahl wiederholt werden musste, was auch immer da alles passiert in Deutschland mittlerweile. Das Statistische Bundesamt braucht hoffentlich aus diesen Gründen länger als sonst. Man muss vielleicht auch sogar zugutehalten, vielleicht haben sie auch Personalmangel gehabt, weil ihre eigenen Mitarbeiter 2022 aus verschiedenen Gründen auch krank waren. Sei dahingestellt, aber wir erwarten dringend diese Statistik. Und wie gesagt, selbst für 2021 liegen die Daten nicht vor, geschweige denn für 2022. Das ist schon ein deutlicher Slack und da müssen wir also schauen, da müsste das Statistische Bundesamt endlich mal diese Werte herausgeben. Mancher unter Ihnen wird jetzt recht optimistisch sein und sagen, hurra, in den letzten 3 Wochen, also Ende Januar bis Mitte Februar, wie wir es gesehen haben, hier in unserer Statistik noch einmal drin, ist die Übersterblichkeit endlich wieder zurückgegangen. Sie ist unter Berücksichtigung der Alterung, auch des medizinischen Fortschrittes, ist sie jetzt sogar leicht unter den Werten für 2016, 2019 im Schnitt. Hip, hip, hurra. Ich warne davor, dieses Thema hier ad acta legen zu wollen. Ich warne dringend davor, das haben wir ja im Jahre 2022 ja auch, da hatten wir ja auch so zeitweise die Vorstellung, dass wir da im Mai, Juni aus dem Gröbsten raus sind und dass das Ganze sich dann ja natürlich beruhigt hätte. Aber nein, wir haben ja selbst für 2022 gesehen, die Kurve ist hier massiv angestiegen, im Dezember 2022, in der Kalenderwoche 51, die höchste Sterblichkeitszahlen aller Zeiten. Wie gesagt, das ist total krass, das ist total heftig. Jetzt geht es wieder runter, aber es gibt auch einen gewissen Zusammenhang zwischen diesen Bergen und diesen Tälern, denn der Berg
verursacht das Tal verursacht den Berg. Auf Ebbe kommt Flut, auf Flut kommt Ebbe, sagt der Friese auch. Und das ist also hier auch gegeben. Viele Menschen, die jetzt auf der Kippe standen, die also gesundheitlich schwer angeschlagen sind im Jahr 2022, sind ja während des Jahres auch gestorben. Wir hatten ja gesehen, 125.000 Personen mehr, jetzt ohne Alter umgerechnet, 125.000 Personen mehr als in den anderen Kalenderjahren. Das ist total krass. Und da ist natürlich erstmal ein Teil weggeschafft von Leuten, die ohnehin geschwächt sind. Und jetzt, wo wir gerade diesen Rekordpeak gesehen haben, im November, im Dezember 2022, ist dieses Abebben erst einmal normal, weil viele Leute, die auf der Kippe standen zwischen Leben und Tod, haben es leider nicht geschafft. Sie sind leider verstorben und da ist also hier gewissermaßen erst einmal ein Reservoir an Sterbekandidaten, ich sag mal so krass, ein Reservoir an Sterbekandidaten leider verstorben und das Reservoir muss ich erst einmal wieder langsam auffüllen an Leuten, die zwischen Tod und Leben irgendwo dahin siechen. Und da kann eben kann man noch nicht sagen, dass wir hier eine Warnung haben. Also dafür ist es noch viel zu früh und wir müssen da eben auch da in den nächsten Monaten da gucken, wie es da weitergehen wird. Eine sehr genaue Analyse wird natürlich auch versuchen, dann die genauen Todesursachen zu differenzieren. Welche Todesursachen werden in den nächsten Monaten, aber auch in den nächsten Jahren insgesamt weiter zunehmen, welche werden abnehmen, da wird man gucken, woran könnte das liegen. Aber wie gesagt, um das überhaupt leisten zu können, müsste das Statistische Bundesamt irgendwann mal die Zahlen doch bitte, bitte, bitte schön einmal für 2021 wenigstens veröffentlichen. 2021, so schwer kann das nicht sein, meine Damen und Herren, vom Statistischen Bundesamt. Das ist jetzt schon 14 Monate her, dass das Jahr abgelaufen ist. So ganz langsam könntet ihr fertig werden. Ich würde mich dafür interessieren und ich denke auch Sie würden sich auch dafür sehr interessieren, was hier 2021 genau passiert ist. Machen Sie es gut, leben Sie lang und bauen Sie etwas auf.